Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, letztens sind wir ja durch einen blöden Zufall gestorben. Und ja, wir haben ja letztens noch den Weg gesucht, wo wir denn weiterkommen zu diesem ominösen Wegpunkt. Und nein, wir mussten nicht zurück. Wir mussten nochmal hier hoch ins Büro. Und hier oben, ganz versteckte Weise, geht es weiter. Ja, danke dir, Spiel. Die Brotkrümel-Navigation eingeschaltet, sodass mir der Wegpunkt genau zeigt, wo ich lang muss. Da brauche ich nicht irgendwie gucken, wo ich lang komme, sondern... weiß genau, wo ich hin muss. Soll ich durchscannen? Dass keine verborgenen Sachen hier sind, die uns töten quillen. Das ist uncool dann. Hi. Hier spricht Charles Ronson. Vor 6 Stunden erfolgten die letzten Arbeiten an Gaia Prime. Heute Morgen kam es zu einer Fehlfunktion beim Zugang. Gaia Primes Portsiegel schließen sich mit einer Fuge von höchstens 2 Millimetern. Doch eins ließ eine Lücke von 10 Millimetern. Genug Platz für eine Energiesignatur. Genug für den Schwarm, diese Anlage zu entdecken. Genug, um Gaia zu finden und zu zerstören. Genug, um die Zukunft zu beenden, für die wir so hart gearbeitet haben. Es sei denn, wir reaktivieren die Servos manuell. Von außen. Ich schalte jetzt zu einer Aufnahme des Vorfalls. Also, ich gehe da nicht raus. Kommt gar nicht in Frage. Entweder schicken wir jemand raus, oder das alles hier war umsonst. Liz sollte das entscheiden. Also, wann wird sie denn endlich hier sein? Sie sagte 5 Minuten. Glaubt ihr, etwa... Oh nein. Okay, Leute. Ich hab's repariert. Gaia? Siegelfuge bei 1,4 Millimeter. Bestätigt. Elisabeth, nein. Wir finden einen Weg, dich hier rein... Es lässt sich nicht machen. Der Schwarm ist zu nah. Wirklich. Es ist okay. Gaia ist fertig. Sie wird sich jetzt um alles kümmern. Dafür ist sie da. Doch nicht so. Es gibt noch so viel. Leute, ihr kennt mich. Abschiede sind nicht meins. Oder große Worte, also... Lassen wir's. Also... Mach's gut, Liz. Und... Wir sehen uns. Ja. Passt gut auf euch auf. Liz... Es ist okay für mich. Ich will nach Hause. Lebt wohl. Das war die letzte Nachricht von Elisabeth Sobeck. Sie gab alles für die Hoffnung auf Leben auf diesem Planeten. Und wir stehen alle in ihrer Schuld. Oh ja. Ach du was. Das war heftig. Das war fucking heftig. Was ist denn das hier jetzt noch? Du würdest es hassen, Liz, aber ich habe eine Laudatio auf dich geschrieben. Ich wollte versuchen auszudrücken, alle deine Kinder, wenn sie von Apollo gelernt haben, werden sie denken, dass sie alles wissen. Aber sie müssen begreifen, was du für sie getan hast. Wie sehr du die ganze Welt geliebt hast. Mit einer Intensität, die überwältigend war. Umfassend. Und die dich am Ende getötet hat. Oder für die du gestorben bist. Je nachdem, wie man es sieht. Niemand konnte mit dir mithalten. Dir gerecht werden. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich die Postdoc-Stelle in Johannesburg nicht angenommen hätte... Ich bin froh, dass du das Lightkeep-Protokoll schließlich doch aufgegeben hast. Ich glaube, ich hätte es nicht ertragen, ein anderes Ich von dir zu sehen. Ich meine, Elisabeth Sobeck. Sie ist einmalig. Ich vermisse dich. Also, Liz. Du warst ein hübsches, verlässliches Mädel. Es tut mir leid, dass es dich zuerst erwischt hat. Wenn es ein Zuhause für dich gab,
hoffe ich, dass du angekommen bist. Aber dieses Denkmal, das Ronson dir gesetzt hat, irgendwie gruselig, wenn du mich fragst. Ruhe in Frieden, Liz. Du hast es weiß Gott verdient. Hallo, Liz. Ich weiß. Ich weiß, dass du das hier niemals hören wirst. Aber darum geht es nicht. Du musstest die Retterin und Märtyrerin und alles auf einmal spielen. Ted Farrow, der Urvater dieses ganzen Chaos, der Erfinder von dem Schwarm, den Maschinen. Der Grund, warum Gaia, Hades, Apollo und so weiter gebaut werden mussten. Der Grund, warum die Welt ins Chaos gestürzt ist. Silence! Aloy? Ja? Sie ist tot. Wirklich tot. Aber das wusstest du doch schon, Aloy. Und ihre Leistungen waren mehr als außergewöhnlich. Als ihre Leute zögerten, übernahm sie die Verantwortung. Nur sie war bereit dazu. Sie war besser als sie. Das meinte ich nicht. Das war sie. Das kannst du dir ruhig eingestehen. Ah. Ah, das ist wirklich schwer. Ich will lieb sein, aber ich will auch mein Köpfchen einsetzen. Ich will auch mal die Badass Aloy spielen. Ich spiele zwar in letzter Zeit nämlich viel, aber... Verstehst du es einfach nicht? Einfach so rausballern? Nee. Nicht so, wie du meinst. Wir können auch mal wieder ein bisschen lieb sein. Wir haben so selten die Lovely Aloy gespielt. Wir haben in letzter Zeit bei den meisten Entscheidungen das Badass Girl rausgehängen lassen. Könntest du nur für einen Moment, anstatt zu rechnen, ein Gefühl zu lassen? Sie hat sich für ihre Freunde geopfert, für die Zukunft, für das Leben auf Erden. Bewegt sich das denn überhaupt nicht? Ihre Großzügigkeit dabei. Du tust so, als hätte ihre Entscheidung etwas Magisches. Es war ein rationaler Entschluss, hatte nichts mit Sentimentalität zu tun. Du liegst falsch. Du weißt doch, es hat ihr nicht gereicht, dass Gaia nur denkt. Sie hat ihr beigebracht, zu fühlen. Sich zu sorgen, Opfer zu bringen, ans Leben zu glauben, um die Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Ohne diese Sentimentalität gäbe es kein Leben mehr. Du und ich hätten niemals existiert. Dein Argument ist gut. Es tut mir wirklich leid. Sie sagte, sie wolle nach Hause. Vielleicht. Was? Nichts. Machen wir weiter. Oh mein Gott. Das ist heftig. Ich habe so eine leise Vermutung, wie es mit Silence weitergehen könnte. Ich habe doch so eine leise Vermutung. Aber ich will doch nichts unbestürzt oder überstürzt begründen. Aber ich habe eine Vermutung. Die ich im Moment noch für mich behalten werde. So, geht erstmal weiter. Es ist schon, die Story entwickelt sich wirklich sehr rasant. Also, danke für deine Sackgasse. Das ist sehr... Okay, doch, geht weiter. Das ist schon, die haben schon wieder einen langen Gang umsonst gebaut. Einfach nur, damit wir... Warte, lass mal das so stehen. So. Ey, Leute, du kannst da hoch. Ich weiß es. Ich glaube an dich. So. Links lieber, Aloy. Aloy, das kriegst du hin. Ich glaube an dich. So. Das kann nicht alles gewesen sein in dieser Quest. Da wird noch etwas kommen. Etwas Heftiges. Wette ich was. Am Ende des Kraters ist noch ein Bereich. Er scheint die Explosion überstanden zu haben. Mhm. Weil er gepanzert war. Du hast den Kontrollraum gefunden. Ich bin auf dem Weg. Joa! Oh Mann! Nein! Es rüttelt. Wieso rüttelt es hier denn so? Das ist mir aber gar nicht sympathisch. Muss ich dir schon zugeben. So. Ich muss mich hier echt konzentrieren. Ein bisschen weniger labern und mehr konzentrieren, damit ich hier nicht abstürze. Jump'n'Run, mein alter Freund. Wie habe ich dich vermisst? Gar nicht.
Aber du Bada! Was ist das? Das ist nur so eine blaue Leuchte. Alles klar. So, jetzt rein. So. Nee, ich wollte noch links rüber. Mann! Oh Mann! Mutti, ich bin zu Hause! Was? Wenn die einen kommen. Ach du was? Hä? Wieso? Was? Hä? Die müssten doch komplett verwest sein. Was? Wieso ist der Verwesungsprozess noch nicht so... Als ich die Luke geöffnet habe, von dieser Seite aus strömte Luft hinein. Weil niemand in der Kammer war. Aber die Alphas waren da drin. Muss ich das verstehen? Das sieht so aus, als wären die nicht komplett verrottet. Ist da nur das Skelett übrig, oder? Nee. Nee, da ist mehr von den Händen und so weiter übrig. Das ist nicht nur das Skelett. Da ist noch Fleisch dran, oder sehe ich das gerade so falsch? Nee, also die Beine sind rein Skelett. Aber der hier beispielsweise, der sieht so aus, als wären die Beine noch intakt. Warte mal. Das gucken wir uns genauer an. Das lässt mich jetzt nicht los. So. Hey Leute, komm, Fotomodus. Aua! Nein, 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 nein. Okay, geht auch, ja. Ist okay. Nee! Da ist noch Fleisch dran. Das brauchst. Nee, das ist wirklich. Da ist verrottetes Fleisch dran. Das ist nicht nur Stoff oder so, das ist Fleisch. An dem Typen ist noch Fleisch dran. Also der Schädel sieht schon ein bisschen makaber aus, aber trotzdem ist er... Da ist noch Fleisch dran. Das brauchst du mir erzählen, dass das nur Skelette sind. Da ist noch Fleisch dran. Der ist jetzt hier ziemlich knochig aus. Und der hier auch wieder. Hier sieht man das ganz, hier sieht man ganz deutlich. Die sind nicht komplett verwest. Wahrscheinlich, weil der Raum hier luftdicht abgeschlossen war. Das wäre meine Vermutung. Aloy, machst du bitte, danke. Wollt ihr deines Amtes? Aloy, Dr. Sobek. Kein Zugriff zur Kernkontrolle. Alpha-Freigabe blockiert. Verdammt, was ist Omega-Freigabe? Oh nein. Alpha-Personal. Es tut mir wirklich leid, aber ihr müsst mir zuhören, ja? Ich habe euch etwas zu sagen. Es ist nicht einfach. Also, ich, bitte stoppt eure Zugriffsversuche, okay? Denn es geht darum... Das, hört doch jetzt endlich mit diesen Zugriffsversuchen auf. Was ich sagen will, ist, ich muss immerzu an die denken, die nach uns kommen. Unschuldige, tadellose Männer und Frauen. Von uns sollen sie Wissen bekommen? Wie ein Geschenk? Ted, das haben wir schon besprochen. Apollo hat über 3000 Ausfallsicherungen. Das ist kein Geschenk, es ist eine Krankheit. Sie sind die Heilung und wir verbreiten Krankheit. Unsere Krankheit? Nein, das geht nicht. Und es ist nicht zu spät. Wenn wir ein Opfer bringen können. So muss es doch nicht laufen. Das tut es schon, Samina. Und zwar seit 3 Minuten. Ich habe Apollo gelöscht. Er ist weg, ganz weg. Alle Kopien. Ein Opfer bringen? Das ist kein Opfer. Das ist kulturelles Vergessen, du irrer Bastard. Jahrtausende der Kultur. Tut mir leid. Wirklich, ich. Aber manchmal müssen zum Schutz von Unschuldigen Unschuldige sterben. Was hat Ted Farrow getan? Was hat er getan?
Ach so, du bist ja auch wieder da. Ach Mann. Ja. Hat sie umgebracht. Das ist also der Grund. Der Grund, warum wir in finsterer Unwissenheit gefangen waren. Wegen der Unschuldigen. Unschuldige. Er hätte mal den Sonnenring sehen sollen. Alles, was diese Leute erreicht hatten. Alles Wissen der Alten. Ausgelöscht. Weggeworfen. Einfach in die Leere. Genau wie auch die Alphas selbst. Nein. Keine Leere. Als die Luke aufging und ihre Asche der Wind verwehte, gelangten sie in ihre neue Welt. Die Welt, in der wir leben. Sie ist ein Monument dessen, was sie erreichen wollten. Ein Monument des Vergessens. Nicht des Vergessens, Silence. Hope is a strange thing. Aber Hoffnung ist meistens das Einzige, was einem bleibt bei so einer Situation. Aufnehmen, die Masterüberbrückung. Die Masterüberbrückung? Sie ist so klein. Jetzt musst du damit nur noch Hades vernichten. Ja, ist ja easy. Kleinigkeit. Das macht man mal so am Samstagabend. Einfach mal so vorbeigucken. Hades, wie geht's dir so? Komm, ich drück dir eine Masterüberbrückung rein und blass dich mal ins Nirvana. Also, natürlich, was auch sonst? Nee. Ja, da wird noch irgendwas kommen. Da wird ein Bossgegner draußen auf uns warten, wetten wir? Nicht? Das wundert mich jetzt, okay. Also ich habe jetzt nichts gegen, dass jetzt friedliche Weiten auf uns warten, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt dieser Quest noch andere Sachen auf uns zukommen werden, denn sonst wäre die Quest gerade abgeschlossen und das ist dann nicht gut. Ja, danke! Versuch bitte nicht in den Tod zu stürzen. Die Masterüberbrückung überbrückt nicht die Schwerkraft. Silence! Ja, die Masterüberbrückung ist wichtig. Du bist nur der Mittel zum Zweck. Kriegen wir hin. Ich kenne mich aus, ich bin Master. Schön halten. Schön halten. Easy. Ich bin Aloy von der Nora. Ich kann das. So, jetzt sollten wir irgendwo wieder hochkommen. Macht das Sinn, was ich hier mache, oder muss ich da drüben weiter? Ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Viel weiter nach oben. Da ganz nach oben. Warum kann ich mich da denn nicht festhalten, Mann? Dumm, 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 dumm. Was macht dieser Vorsprung hier? Erst bin ich sympathisch. Was ist das denn hier? Ah! Der geht nicht weiter. Nee. Nee, brauchen wir gar nicht versuchen. Hier unten sind wir gekommen, ne? Natürlich. Silence. Du bist doch dieser oberkrasse Navigationstote hier. Wo geht's weiter? Ich sehe auch nirgends einen Felsvorsprung, wo ich mich dranhängen könnte. Hem. Also reines Interesse, kann ich da hoch? Wahrscheinlich nicht. Weil da bin ich ja runter, wie ich nach Hause, also nicht nach Hause, wie ich dann rüber wollte. Also wir müssen auf jeden Fall zurück. Nämlich da hoch. Und die große Question ist wie. Aber da kommt man doch auch irgendwie hoch. Hier sind wir doch letztens irgendwie hochgekommen. Warte mal. Wie kommt man da wieder hoch? Und wo ist die große Question? Okay, ich bin gerade am Struggle. Struggle, Rayon, struggle, ja. Kommt man denn hier überhaupt wieder hoch? Ich will nicht den ganzen Weg nochmal gehen, weil ich ein bisschen ein Stückchen runtergefallen bin. Das ist uncool. Jetzt will ich erzählen, dass ich hier nirgends wieder hochkomme. Hier muss es doch irgendwo einen Weg geben. Ich dachte schon, du bist stuck, ey, Leute. Ja! Hier oben. Easy. Alles klar. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, ey, Leute. Kriegen wir hin.
So. Da wird was am Ausgang auf uns warten. Wetten wir was? Mann, wieso ist hier eine fucking Sackgasse? Guck mal auf die Karte, warte mal. Ne, wir müssen da hin. Ist richtig. Oh Gott, wie ich diese fucking Sackgassen hasse. Wie bauen sie so einen Gang, wenn da eh nichts ist? Mann, das fuckt ab. Oder war das der Aufzug? Das kann natürlich auch sein. War das denn der Aufzug? Und ja, habe ich gerade umsonst geritscht. Ja, okay, Rayon. Halt die Fresse, Rayon. Danke dir. Danke, Rayon. Wieso labe ich mit mir selbst? Sehr geil. Das wird so stehen. Ey Leute, ziehst du die Pit hoch? Ganz ehrlich, okay. Sodale. Da sollten wir eigentlich schon richtig sein. Du bist hier. Ich dachte schon, was? Was? Unser gemeinsamer Weg ist zu Ende, Aloy. Doch bevor ich gehe, sollst du noch den Rest der Geschichte erfahren. Was? Nur zu. Ich habe dir ja bereits erzählt, dass ich mit der Eklipse zu tun hatte. Aber ich habe dir nie das ganze Ausmaß meiner Schuld gestanden. Es ist so. Ich war von Anfang an dabei. Ich fand Hades, Aloy, auf dem Berg begraben, in den zerschmetterten Titanen. Und ich diente ihm. Was? Er versprach Wissen und gab es mir. Solches Wissen, unvorstellbar. Und im Austausch? Ich erschuf die Eklipse. Ich erschuf den Kult. Eine Armee nur für ihn. Warum erzählst du mir das jetzt? Weil dein Erfolg von diesem Wissen abhängt. Als ich Hades fand, war das Erste, wozu er mir Fragen stellte, der Turm. Nicht Meridian. Der Turm. Warum gerade danach? Der Turm wurde von Gaia erbaut. Von welchem Teil Gaias? Minerva. Ihr Codebrechermodul. Gaia baute Türme, um die Codes zu übertragen, die die Pharaoh-Maschinen abschalteten. Ihre Biomasse-Umwandlungssysteme stoppten. Hades möchte etwas Neues senden. Die Maschinen erwecken, damit sie die Welt noch einmal verschlingen. Ja. Nach dem, was wir wissen, komme ich auch zu diesem Schluss. Und die Eklipse. Die erweckten Roboter. Sie sind nur ein Mittel zum Zweck. Eine Armee, die den Turm erobert. Ja. Damit Hades wieder alles Leben auslöschen kann. Wenn du ihn nicht stoppst. Puh, Leute. Kleiner Cliffhanger wieder am Rande. Ich würde gerne das Gespräch noch fertig führen, aber die Folge ist zu Ende, Leute. Wir bleiben in unserer Zeit. Ich will nicht überstürzen, was die Länge einer Folge angeht. Schreibt mir auf jeden Fall die Kommis. Was ist das Story halt? In jedem Story-Abschnitt, in jeder Sequenz kommen neue Sachen hinzu. Neue Fakten, die nochmal alles auf den Haufen werfen. Was man vorher schon wusste. Ich habe mir schon gedacht, dass Silence irgendwas mit der Eclipse zu tun hat. Das habe ich wirklich vermutet. Habe ich wirklich. Aber ich dachte nicht... Also ich habe schon gedacht, dass er irgendwas mit dem guten alten anderen fetten Tutti zu tun hat, der Rost auf dem Gewissen hat, wofür wir uns immer noch rächen werden. Aber dass er wirklich so ein so hohes Tier war, hätte ich nicht gedacht. Dass er ein hohes Tier war, ja, aber so hoch, dass er wirklich der Anführer war? Der, der das alles ausgelöst hat? Der die Eklipse erschaffen und ins Leben gerufen hat? Aber egal, Leute. Schreibt ein nettes Kommentar und gebt eine gute Bewertung ab. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Spitzt sich zu. Es werden nicht mehr viele Folgen sein in dieser Story. Ich hab Bock drauf. Ich hab Bock drauf, diese Story endlich zu Ende zu bringen. Denn... Ach komm, lassen wir das so. Ich hab Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Morgen 15 Uhr. Ah ne, 14 Uhr waren wir ja. 14 Uhr. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.